Oh, hello. Was geht ab, Leute? Und hier auf dem Weg zu einem Mewtwo X-Raid. Ich habe heute zwei, beide um 13 Uhr. Heute sind irgendwie alle um 13 Uhr, also keine Chance auf mehrere Einladungen. Aber reicht eigentlich auch. Vielleicht haben wir ja Glück, wenn nicht, dann halt nicht. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Wichtiger ist, 100er Mackey aus der Quest. Die werden wir heute natürlich weiter jagen. Ansonsten können wir heute endlich die Spezialforschung weitermachen. Zeit wird, 5 Tage mussten wir künstlich drauf warten. Danke, Niantic. Ich habe gestern ein Video dazu gemacht, könnt ihr gerne abchecken, wie man Arktus bekommt. Werden wir am Ende auch bekommen. Ich denke nicht, dass ich das alles heute noch schaffen werde. Aber wir machen so weit, wie es geht. Wir haben wieder mal schnell Cliff besiegt. Irgendwie finde ich echt immer nur Cliff. Aber das ist auch der, den ich eigentlich nur brauche. Außer später halt für die Spezialforschung. Da muss man jeden einmal besiegen. Und das ist kein Shiny. Nee, das ist kein Shiny. Ey, auf dem Weg zum zweiten X-Raid. Ein Shiny Rattan, mein erster. Soft, dick. Ich habe sogar getroffen. Noch. Nice. Kurzer IV-Check. Raid Nummer 2. Schauen wir mal. Und danach natürlich, ihr wisst Bescheid, ein paar Minkies jagen und so, ein paar Erledigungen. Schlecht ist das schon mal. Gute Voraussetzung für ein Shiny. Und 5 Raids. Immerhin für die Spezialforschung. Wir haben noch einen Glückstausch am Start, Leute. Und gleich da vorne ist Alola Raichu. Den nehmen wir mit, weil ihr wisst, momentan sind die Raids kacke. Wir gönnen uns. Was Softiges. Sollte ich schon noch den? Ja. Oh ne, den nicht. Okay. Ein besseres. Schillerndes ja. Blitzer gönnen wir uns, Leute. Ist das wirklich Shiny? Ja. Denn. Ja, ich brauche noch alle Formen eigentlich. Nein, das ist ja voll teuer. Ja, weil du den noch nicht hast. Uns fehlen noch die Formen und wenn wir Evoli nehmen und riskieren, könnte es passieren, dass wir irgendwas doppelt bekommen. Ah ja, typisch. Typisch. Wir machen gerade das Raichu oder den Raichu und wir müssen uns schnell weg von hier bewegen. Weil ich saß dort, das ist vor irgend so einem Bürogebäude oder mehreren. Da haben wir übrigens auch Giovanni Elba getroffen, genau an der Arena. Grüße gehen raus an alle, die das Video gesehen haben. Und ich habe mich da hingepflanzt, gechillt, gewartet, bis der Timer runterläuft. Da kommt so einer und fragt mich, wo der Empfang ist. Und ich habe einfach gesagt, ja, da hinten. Anstatt zu sagen, nee, ich habe keine Ahnung, ich bin hier nur zum Pokémon Go spielen. Deswegen müssen wir uns schnell weg hier bewegen, weil ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. 1280 ist leider kein 100er. 13, kurz über 13. Und natürlich nicht shiny, aber Arena-Punkte. Nehmen wir gerne mit. So, ein kleines Update. Wir jagen jetzt ein paar Mankey. Beziehungsweise haben schon ein paar gejagt, aber nichts dabei gewesen.
Spezialforschung. Wir müssen noch 5 Krypto-Pokémon erlösen. Problem ist, ich habe momentan keinen mehr, der 1000 kostet. Ich mache jetzt noch ein paar auf dem Weg zu dem Mankey Quest und dann schauen wir mal weiter hier. Ich glaube, in den Kommentaren, wie weit ihr schon seid. Habt ihr schon Krypto-Aktos? Oh, schnell über die Straße. Und wie gut ist der heute? Ich gönne euch allen 100er erlöst. Kann man nicht hoch? Aber nee, unten ist die Hotpot-Stop. Lange nicht mehr gesehen, aber nach dem Seeder jetzt nur ein 100er wäre saftig. Oh Gott, das ist kein 100er. Offen. Und wir sind jetzt zu diesem X-Raid hier, also X-Raid Arena gefahren, um den zu triggern, denn heute Mittag hatte ich hier mein X-Raid, also die Arena hier löst sehr oft aus. Nutzen wir mal die Chance, weil für nächste Woche habe ich keine Einladung bekommen, also müssen wir das hier nutzen. Und dann auf dem Heimweg sammle ich noch 3, 4, 5, 6 Mankeys. Schaut mal, Leute. Ich habe mir schon gedacht, hey, dieses Taubsi sieht irgendwie komisch aus. Kein Wunder, das ist auch ein Shiny Taubsi. Unser zweites Shiny heute. Und gerade eben beim Raid. Kobalium an der X-Raid Arena. Erstmal sorry, weil keine Aufnahme. Da war so eine, die ist zu spät gekommen und zwei, drei Mal haben wir abgebrochen, weil sie da ist und dann doch nicht da war und so weiter. Und dann habe ich irgendwie verplant, immer Aufnahme gestartet, gestoppt und dann verplant aufzunehmen. Er ist ein 98er geworden. Ich wusste nicht mal, dass es ein 98er ist. Ich wusste nur, hey, der ist gar nicht so schlecht. Und dann, überraschenderweise, war es ein 98er. Knapp an dem 100er leider vorbei, aber nehme ich gerne mit. Ich habe nicht so viele gemacht, werde auch nicht so viele machen. Das ist ein 98er schon ganz fein. Ja, ganz netter Tag heute. Jetzt fehlt nur noch ein 100er Mankey. Wir haben hier nochmal einen Random Cliff. Ich brauche noch 5 Erlöse und ich bin zu geizig, um nicht 1000er zu erlösen, also 1000 Staub, sondern ja, ich habe momentan nichts anderes, also warte ich noch. Das heißt, die Quest werden wir heute nicht weiterführen können. Der ist nicht shiny. Ah ja, es ist Mankey Time. Ich bin nicht mehr so begeistert. 4,91, naja. Ja. Wir steigern uns. Ups. Und 4,73. Wieder weit entfernt. Die letzten 3 Mankey für heute. Kriegen wir noch einen Hammer. Der Tag war bisher gut. Kann er sehr gut werden. Kann er sehr gut werden. Ich befürchte nein. Ein letzter Blick? Nee. Enttäuschend. Ihr wisst Bescheid, es ist der nächste Morgen. Gestern war ein guter Tag. Mehr oder weniger. Ich habe einen Shiny Gatter bekommen. Das war mein erster. Ich habe einen Shiny Taubsi bekommen. Das war mein zweiter. Mein erster hatte nur 10 WP, also schon besser noch einen zu bekommen. Und ein 98er Kobalion. Dafür, dass ich nicht so viele Raids gemacht habe. Ich schaue mal ganz kurz nach, wie viele. Würde mich wundern, wenn es mehr als 30 ist. Kobalion bisher. Oh, 14. Und von denen habe ich 12 gefangen. Unter anderem eben diese 98er. Ich wusste nicht mal, dass es ein 98er ist. Ich wusste, dass es relativ gut ist, weil ich hatte mal irgendwas im 30er Bereich. War schlecht. Ein Kollege hatte irgendwas im 40er Bereich. War bereits 93. Deswegen wusste ich, oh, 50er Bereich ist gar nicht so schlecht. Aber ich wusste nicht, dass es ein 98er ist. Tief im Inneren hatte ich gehofft, oh, der 100er vielleicht. Aber wie gesagt, leider die Aufnahme nicht mehr gehabt, weil da war so eine beim Raid und da war sie doch nicht da, dann war sie da, dann haben wir gewartet, dann sind wir wieder rausgegangen. 4, 5 Mal. Aufnahme an, Aufnahme aus und so. Und dann beim letzten Mal war sie dann doch nicht mehr an, die Aufnahme. Passiert. That's the life. Und der Mankey-Jagd, die läuft oder auch nicht, wie man es nimmt. Heute die Route ist ziemlich saftig, muss ich sagen. Eine gute, eine Menge Mankey am Start, die werden sich gegönnt, seht ihr im Video morgen oder auf Instagram, falls ihr mir da folgen wollt, da bin ich momentan recht aktiv. Und ich glaube, ich habe es nicht im Video erwähnt, aber falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, ein Abo und einen Kommentar und aktiviert die Glocke. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Ah ja, und Spezialforschung, bin ich immer noch bei Stufe 2.
ich muss noch 3 Krypto-Pokémon erlösen und ich bin einfach zu geizig, um irgendwas zu erlösen, was nicht 1000 Staub kostet. Deswegen müssen wir heute noch irgendwie 3 Zubat, Radfratz oder Golbat oder sowas finden oder Hornier sogar auch. Und dann können wir den nächsten Schritt machen, weil ich bin nicht bereit, 3000 Staub auszugeben. Check noch den Max on Monday von gestern ab. Habe ich noch gestern Abend hochgeladen, weil unterwegs waren wir ja wegen den Mewtwo Raids. Deswegen kommt der Max on Monday immer später, aber nächsten Montag. Aber nächste Woche ist der X-Raid nicht mehr am Montag, sondern ist weiter rotiert auf Dienstag. Das heißt, Montag können wir wieder ganz normal den Max on Monday in der Früh drehen und dann hochladen. Müssen uns nicht beeilen, irgendwo hinzugehen wegen den X-Raids. Ja, das machen wir heute jetzt. Und Mankey sagen, mal schauen, wie weit wir damit kommen. 2 von 6 ist schon echt gemütlich, sag ich mal. Schreibt in den Kommentaren, wie weit ihr schon seid. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, immer liken, subscribe, kommentieren. Checkt die anderen Mies ab, folgt mal auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.